Die Rückkehr nach Deutschland hatte sich Michael Ballack anders vorgestellt. Denn nach einem Jahr in Leverkusen ist der Lack ab und ein glanzvoller Auftritt bei den Bayern am Samstag in München bleibt abzuwarten. Dort trifft er auf alte Weggefährten und ehemalige Rivalen. Es ist ja auch kein Wunschkonzert, dass jeder Spieler so sich vorstellen kann oder wünschen kann oder äußern kann, wo er gerne spielt. Und genauso ist das, denke ich, eine Kapitänsfrage. Ich denke, man sollte das respektieren. Da gibt es Hierarchien und Ordnung und das ist einfach so. Und alles andere möchte ich eigentlich nicht bewerten. War der Machtkampf um die Kapitänsbinde der Anfang vom Ende? Zumindest in der Hierarchie scheint Ballack abgesackt zu sein. Auch an Bayern-Coach Jupp Heynckes, jener Trainer, der Michael Ballack in der letzten Saison in Leverkusen trainierte, hat er nicht die besten Erinnerungen. Natürlich, in dem Kollektiv braucht man Top-Spieler, braucht man möglichst überdurchschnittliche Spieler. Und wir haben jetzt mit Michael Ballack einen Top-Spieler da hinzugewonnen. Ein Top-Spieler also, der Ballack für Heynckes wahrscheinlich nicht war. Nach zuletzt schlechter Leistung gegen Köln droht ihm jetzt gegen München wieder nur die Zuschauerrolle. Keine guten Aussichten also für ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Denn derzeit heißt es in München auch noch Ozapft Is. Da ist der Rekordmeister auf der Wiesn eigentlich unschlagbar. Ob für Michael Ballack das Glas am Ende halb voll oder halb leer sein wird, schauen wir mal.